Kaiserwetter, das passt. Bab Bedarkesa ist ganz schwindelig vor lauter Stolz auf David McAllister. Ich kenne ihn seit über 10 Jahren. Fein Kerl, sag mal. Ich persönlich gönn's ihm auf jeden Fall, dass er diesen Schritt jetzt geschafft und gemacht hat. Ich hab's gewusst, dass er kommt. 5000 Einwohner, ein berühmter Sohn. An dieser Schule hat David McAllister Abi gemacht, 1989. Damals noch links außen, natürlich nur auf dem Foto. Für die Lehrer war klar, dass aus dem mal was wird. Schließlich hat er in Politik die Höchstpunktzahl geholt. Also Stärke war Politik. Da hat er die mündliche Prüfung mit 15 Punkte. Ich glaube, das darf ich sagen, ohne gegen irgendeine Geheimhaltung zu verstoßen, hat er da gemacht. Und das warf ja schon einen gewissen Blick, wo seine Schwerpunkte dann auch liegen. Bad Bedarkesa, genau der richtige Ort für bodenständige Politiker und die, die es bleiben wollen. Wenn er so am Sonntagmorgen mit Shorts und den Kindern auf den kleinen Fahrrädern hier spazieren geht, das ist schon in Ordnung so, nicht? Das ist schon recht toll. Diese Landschaft hat David McAllister direkt vor seiner Haustür. So schön, dass jedes Jahr viele Touristen kommen, wegen der Sehenswürdigkeiten, die alte Mühle und vor allem die Burg. Dass der Roland davor jetzt in David umbenannt werden soll, ist aber nur ein Gerücht. Wahr dagegen ist, dass McAllister 2001 Schützenkönig wurde. Alles, was er im Verein gelernt hat, kann er als Ministerpräsident gut einsetzen, sagt ein Kamerad. Das ist seine große Stärke, dass er die Probleme scharfkantig sieht und das genau und oder hundertprozentig beurteilen kann und dann auch scharf schießen kann, wenn es sein muss. Fehlt noch eine wichtige Stimme, um das Bad Bedarkesa-Bild abzurunden, die der Ehefrau. Die Familie hat's als erste erfahren. Überrascht war sie nicht. Bei meinem Mann muss man eigentlich immer mit allem rechnen. So ist das nicht. Also wir waren innerlich schon irgendwie auch drauf vorbereitet, aber also für uns geht der Alltag eigentlich eher weiter. Natürlich in Bad Bedarkesa, denn dort wird David McAllister weiterhin wohnen, auch als Ministerpräsident des Landes Niedersachsen.